Na? Freut ihr euch? Ich meine, euer Arzt ist zurück. Dr. Luca! Heute geht's so richtig los, Leute, denn wir haben ein Surgery-Training und müssen einer Person ein... That gadget with the screen is a diagnostic scanner. It'll tell you what's wrong with your patient. Ja. Lesson 1. Keep a close eye on Bob's blood level. Okay. If he bleeds out, it's game over. Bob! According to the scanner, Bob's got a dodgy right leg. Uh-huh. Rip it off! Bobs Bein ist kaputt. Rip his right leg off and put it in the chute. Ich soll sein Bein abreißen? Good. Now quickly pop the leg in the chute. Warum kommt da Feuer? Entschuldigung! Noch ein Bob! Rip his right leg off and put it in the chute. Wo kommt... Bob? Mann, ey, ich bin doch der schlechteste Arzt der Welt. So, wir nehmen sein Bein und schmeißen es hier rein! What are you doing? That is not the right leg. Wo kommt das Bein her? Rip his right leg off and put Danke, it in the chute. Danke, ich hab's verstanden! Rip his right leg off... Oh! Von ihm aus gesehen, das rechte Bein. Das hätten wir Bob auch mal sagen können. Komm, Zack. Great! Toby! Now use a yellow syringe to stop Bob's bleeding. Okay. Aha! Hier ist die Spritze, so. Und zack! Zack! Whoops. Better luck next time. Warum next time? Ich hab... Ganz schnell sein Bein abreißen. Zack, das Bein da... Och, Mann! Das Bein nehmen wir da rein! Mann! Bob's bleeding. Stem the blood with a yellow syringe. Danke, ich bin dabei! Stop Bob's bleeding with a yellow syringe. Ich bin dabei! Perfect. Now, grab the fresh leg and just put it on. Dankeschön, dankeschön. Können wir nicht Bob mal nehmen? Bob, komm. Never mind, we'll catch him up for you. Danke, ich hab's verstanden. Ich wusste nicht, dass dein Arm direkt abfällt. Stop the bleeding with a yellow syringe. Hab ich. So. Und jetzt? Was machen wir jetzt mit dir? Machen! Hi Bob! kann ich hier einfach gehen? Nee, also jetzt mal ganz kurz Real Talk. Es muss doch irgendwo jetzt stehen, was ich machen soll, oder nicht? Vielleicht braucht er seinen Arm zurück. Ja, dann lassen wir den Arm da liegen. Bob's bleeding. Stem the blood with a yellow syringe. Ach so. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Bobs geringstes Problem ist, dass er gerade blutet. Whoops. Better luck next time. Hi Bob. Okay, ganz von vorne. Wir nehmen uns sein... gefällt dir das auf dem großen Onkel da? Wir nehmen uns jetzt ganz vorsichtig... sein Bein. Zack! Und schmeißen es hier rein. Jetzt haben wir hier die Spritze.
und hauen die bei ihm rein. Stop Bob's bleeding with... Hab ich! So, und jetzt? Und jetzt? Frankreich. Bob, jetzt schüttel deinen Kopf da nicht so, da musst du jetzt halt durch. Hi, Bob. Ja, was machen wir denn jetzt mit Bob? Also, ich bin ganz ehrlich, ich kann... Kann ich einfach hier raus? Oh! Na gut. Hier ist... Oh. Hallo! Euer Arzt vom Dienst natürlich selbstverständlich wie immer professionell unterwegs. Wir laufen jetzt einfach mal zurück. Können wir hier noch was machen? Nee, hier ist... Aha! Hi, Bob! Ich komm gleich wieder, ne? Ich habe jetzt das passende Buch geholt. Damit kriegen wir dich jetzt repariert. Ich sag's euch. Da stehen die ganzen Lifehacks drin. Hier, Bob. Hast was zum Lesen, Bob? Hm? Hi, Bob. Das Ding hier leuchtet grün. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass wir uns jetzt das Bein hier nehmen müssen, weil das ja anscheinend neu ist. Und das irgendwie hier dran. Blöd, Mann. Ey, das ist doch nicht wahr hier mit diesem Volltrottel. Kann er sich nicht selber operieren? Nimm das, Arschloch. So, wir nehmen sein Bein und packen sein Bein an sein... Lovely. Ja! Remember, ja! Professionalität. Wird hier ganz groß geschrieben. 3 Wochen später. Ist gut jetzt. Hier von der... Aha! Wir können hier durch. So, perfekt. Und looks jetzt? Like Bob's low on blood. Nee. Give him a top up with a red syringe first. Ich hasse Blut, Digga. Denk dir an das, was... An das auch, was saw ich... Saw his right arm off and pop a fresh one on. Ja, dann sägen wir jetzt mal seinen Arm ab. Ja, mir war das schon immer sehr wichtig, dass man, Saw his right arm off and pop a fresh one on. Ja, hier ist doch der neue. Jetzt mach dran! Das hält doch! Mal halt, Bob! Du musst auch ein bisschen mithelfen. Ich kann das hier auch nicht alles alleine machen. So! Ich bin Profi im Spiel! Oh! Wir können jetzt weitergehen. Und keine Ahnung, was wir dann machen müssen. Wahrscheinlich müssen wir eine Kettensäge nehmen und seine Eier. Allerdings würde ich sagen, dass wir das in der nächsten Folge machen von Dr. Professor Mediziner Luca von Lurzenberg ist Arzt. Wenn ihr einen Termin in meiner Praxis wollt, dann schreibt einen Kommentar.